Nadja Schallenberg, 50 Jahre, erste oder einzige Bürgerrichterin für Transsexuelle in der DDR. Später dann in der Bundesrepublik. Also ich hatte 89 mein Coming Out und 90 mein Crossdressing in der DDR und habe in der DDR quasi meinen offiziellen Transweg begonnen. Also ein Antrag auf Personenstandsänderung, wie das in der DDR üblich war, gestellt beim Hausarzt, wo dann eben so seinen sozialistischen Weg gegangen ist und mit der sogenannten Wiedervereinigung der DDR ist dann das ganze Verfahren für ungültig erklärt worden, weil eben die interne Verfügung für Transsexualisten der DDR für ungültig erklärt wurde und dann der Transsexuellengesetz für uns quasi zuständig war oder uns übergeholfen wurde. Das sah ich als ungerecht, weil es ja damals war ja nicht im Transsexuellengesetz so gesplittet, dass ja die Personenstandsänderung ab 18 ist und die Vornamensänderung ab 25. Und ich war Anfang 20 und stand dann vor einem großen Problem. Und ja, also Operationen war einfach noch zu früh und so musste ich also quasi aktiv werden. Und über Charlotte von Mahlsdorf bin ich quasi in den Sonntagsclub gekommen oder an den Sonntagsclub und dort habe ich dann ja meine ehrenamtliche Arbeit weitergeführt, dann als ABM und habe dort ein transsexuellen Projekt aufgebaut in Berlin. Und später habe ich dann Transenpower gegründet. Das war schon auch der Ansatz, also quasi öffentlich auch aktiv zu sein, die Klappe aufzumachen und sich auch zu wehren. Also das war schon der Hintergrund dabei gewesen. Also nicht nur schweigend, sondern wenn man nicht sichtbar ist, kann man nicht wahrgenommen werden und dann kann man auch nichts erreichen. Also Transenpower sollte auch ein bisschen aggressiv wirken, also progressiv, so mit der Faust und den Spritzen, Fingernägeln, also es soll auch mal wehtun, sonst begreift man ja nicht eigentlich, wie es uns geht und welche Sorgen und Probleme wir haben.